Servus, grüß euch, ich bin der Bernhard, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich schon. Ich bin 22 Jahre alt und wohne hier im Hirschengarten im schönen Mauerbach. Ich habe 2019 die Gartenbaufachschule in Langenlois abgeschlossen im Bereich Garten- und Grünflächengestaltung und freue mich im kommenden Jahr den Obmann für die Landjugendjunggärtner Niederösterreich übernehmen zu dürfen. Hallo, grüß euch, ich bin die Zemnitzka Sabrina, bin 21 Jahre alt und komme aus Ips aus dem wunderschönen Mostviertel. Ich bin bei den Junggärtner, weil es mir einfach halt Spaß macht, gemeinsam mit Leuten sie zu treffen, was dieselben Interessen haben, eben auch Gärtner, Floristen oder Gartengestalter sind. Und unser Angebot, was wir so haben, sind eben Best of Practice besuchen, also wir fahren in Betriebe und kriegen da eine Vorstellung vom Betrieb. Wir besuchen gemeinsame Kurse oder haben eben Seminare und jetzt in der Corona-Zeit natürlich sehr viel über Zoom, weil es einfach viel geschickter geht, weil sonst kommt man nicht zusammen, vor allem von ganz Niederösterreich auf einen Fleck zusammenfahren muss. Wie schon gesagt, habe ich 2019 die Gartenbaufachschule in Langenlois abgeschlossen im Bereich Garten- und Grünflächengestaltung, habe anschließend meinen Zivildienst bei der Caritas Wien in einer Gärtnerei für Menschen mit Behinderung gemacht und bin danach zur Firma Kreitel ins Machfeld gegangen, die Firma für Garten- und Grünflächengestaltung, und bin seitdem in diesem Bereich tätig. Wir haben vom Poolbau, Baustellen über Großbaustellen bis zu Privatbaustellen eigentlich alles dabei. Seitdem ich ein kleines Kind bin, war ich immer dabei in der Gärtnerei. Ich habe überall mitgeholfen und dazu auch meine Liebe entdeckt und natürlich mich noch dazu entschlossen, dass ich in die Gartenbauschule Langenlois gehe und habe natürlich auch 4 Jahre die Fachschule gemacht und nachher mit Gärtner und Floristik abgeschlossen. Ein Jahr später, 2019, habe ich dann den Floristenmeister gleich mitgemacht, weil ich mir gedacht habe, was man hat, das hat man, das kann keiner mehr wegnehmen, und habe diesen dann 2020 im Oktober abgeschlossen. Und seitdem bin ich eben daheim und mache das mit voller Freude. Und es ist einfach meine Leidenschaft und das liebe ich dafür. Ich bin bei den Landjugend Junggärtnern Niederösterreich, seit ich in meinem Abschlussjahrgang das Schulsprengel als Leiter übernommen habe. Bin anschließend zu den Landjugend Junggärtnern gegangen als stellvertretender Obmann in Niederösterreich und freue mich künftig, den Obmann übernehmen zu dürfen. Mein Ziel ist es, junge Leute dazu motivieren, dass sie zu den Junggärtnern kommen und sich mit anderen Floristen, Gartengestaltern und Gärtnern austauschen können. Ich bin selber auch bei der Landjugend dabei. Ich bin im Vorstand vom Sprengel Ips St. Martin und bin auch selber beim Volkstanzen bei uns im Bezirk Mitglied. Mir macht das Volkstanzen extrem viel Spaß. Nur jetzt in Corona-Zeiten haben wir natürlich sehr wenig zum Tanzen. Und selber bin ich auch bei den Junggärtner im Vorstand gewesen. Ich war jetzt da 3 Jahre die Stellvertretung von der Monika und jetzt darf ich ihr Amt als Leiterin übernehmen. Und ich freue mich schon wirklich auf die Zeit mit euch als Leiterin und seid dabei bei unseren Seminaren, bei den Kursen, und wir freuen uns, wenn wir euch mal sehen.